Jetzt möchte ich aber einmal noch die Fotodruckfunktion vorstellen. Man bekommt die Bilder, wie sie gemacht wurden, natürlich als Online-Galerie zugestellt. Ein Link wird dann zugeschickt. Da gibt es aber auch nochmal ein separates Video zu. Oder man kann die Bilder ausdrucken. Was heißt oder und? Also das heißt, man kann auch beides kombinieren. So ist es nicht. Und die Druckfunktion möchte ich jetzt einfach mal gerne mal zeigen. Und ja, dafür blende ich jetzt mal den Bildschirm hier ein. Ja, um das Foto auszudrucken, sieht man hier jetzt den Bildschirm und dann drücke ich einfach hier oben drauf, wo man sich die Bilder anschauen kann, wählt sich dann ein Bild aus. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Das ist ganz schön, schön bunt. Dann hat man hier oben die Funktion bzw. den Button zum Drucken. Drückt da drauf, dann wird kurz angezeigt, dass er jetzt druckt. Der Drucker fängt an, man sieht es jetzt hier. Und das geht in der Regel sehr schnell, so 8 bis 10 Sekunden, je nachdem, wie warm der Drucker schon gelaufen ist. Und fertig ist das Bild. Jetzt zeigt der Drucker gleich an, dass das Papier leer ist. Es wurde schon beim letzten Event wurde ein bisschen viel gedruckt. Und das möchte ich jetzt einmal kurz hier reinhalten. So sieht man es. Man hat ein schönes 10x15 Bild. Man hat es wirklich in der Hand. Ich finde es persönlich sehr cool, das auf der Party dann wirklich so in der Hand zu haben, als einfach nur online. Und ich finde es eine super Erinnerung. Man packt sich zu Hause am Kühlschrank oder an einen Bilderrahmen, irgendwo an eine Pinnwand, wie auch immer. Das ist eine super Erinnerung, wie ich finde. Ja, und so sieht das dann halt aus. Man kann verschiedene Größen noch auswählen. Man hat gesehen, man kann verschiedene Layouts wählen. Und ja, ich finde es eine prima Sache.